Du nimmst jetzt hier Werkzeug mit. Dann lasse ich das mit den Multidrinks vorübergehen nochmal. Dann kümmere mich lieber erstmal ums Aufsteigen der Stadt hier. Neue Gebäude zum Bau bereit. Was kann ich denn jetzt bauen? Schönes? Ach, Kunststoffe. Brauche ich nicht. Was hat der denn schon wieder vergessen? Ich weiß einfach nicht, zu wem ich sonst... 4 Kisten Treibgut. Ah ja, okay. Kann ich machen. Dann gleich wieder zurück. Und dann haben wir die Quest schon abgeschlossen. Dann vergesse ich das wenigstens nicht immer. So. Darf ich fragen, ob Sie... Ja, jemand in Bitte ihrer... abschließen, ja. Wäre ich sehr verbunden. Neue Gebäude zum Bau bereit. Was kann ich jetzt schon wieder Neues bauen? Munition und Wahrheitsministerium. Hab jetzt einen Schreibtisch am Fenster. Endlich Tageslicht. Brauche ich Beton für 20 Tonnen. Aber die würden natürlich da mehr Steuern zahlen. Das würde sich also Was direkt kann lohnen. Global Trust für ah, hallo Autospeichern. Halbe Stunde schon. Und ich habe gedacht, die Mission wird kurz. Wahrscheinlich störe ich mich wieder an wie der letzte Depp. Das kann natürlich auch sein. Man muss auf alle Eventualitäten 20 Tonnen nehme ich. Dann bringen wir das zum Abschluss. Dann baue ich euch hier ins Zentrum eurer Siedlung noch so einen Turm rein. Am besten hier so. Ich bin so doof, um das Ding zu lassen. Echt schlimm. Ausladen, wunderbar. Dann freuen ich Sie sich. Ich könnte Tage in meinem Labor verbringen, aber ein Fenster wäre trotzdem nicht schlecht. So, mit Steuerzahlen, dann freuen Sie sich noch mehr. Dürfen Sie mehr Steuern berappen. Freut sich doch jeder. Ach, ihr habt ja kein Casino, deshalb geht's hier nicht vorwärts. Wundert mich schon. Aber ich halt hier eins. Ist zwar jetzt falsch rum, aber das ist mir jetzt egal. Es funktioniert, es ist alles, was zählt. So, jetzt könnt ihr auch aufsteigen. Jetzt können sie nicht mehr aufsteigen. Super gelaufen. Habe ich inzwischen wieder ein paar Bauzellen, ja. Dann fange ich nämlich gleich mal an mit der Produktion von dem Zeugs hier hinten. Von den Multidrinks, also von Kaffee. Das andere holen wir ja nicht von dieser Insel. Da mache ich jetzt einfach hier oben den Kontor hin. Ne, hier nicht, hier ist es mir zu gefährlich anzulegen, hier. Hau ich hier einen Kontor hin. Baue hier eigentlich nur Kaffee ab. Oder pflanze nur Kaffee an, je nachdem, wie man das auffassen möchte. Weil da brauche ich wahrscheinlich wieder Carbon für, oder? Da brauche ich Carbon für, genau. Okay, da hat sich das auch schon erledigt. Denn ich muss erst Öl abbauen hier. Aber ich habe leider nicht genügend Baustoffe. Das war ja auch irgendwie wieder klar. Hier kann man nur erstmal einen Weg hin. Den brauche ich so oder so früher oder später, weil ich ja Öl abbauen möchte hier. Oder fördern möchte, ist eigentlich der korrekte Begriff. Jetzt brauche ich aber erstmal noch die 9 Tonnen Werkzeug, nehme ich auch mal mit. Und die Bauzahlen von dieser Insel natürlich. Versteht sich von selbst. Dann bauen wir hier halt Öl ab. Bauen wir gleich mal auf der Hauptinsel eine kleine Carbonprodukt. Ups, Pause wollte ich nicht. Weg mit dir. Weil wir brauchen ja so oder so Carbon auf der Hauptinsel. So, hier haben wir jetzt Öl. Das haben wir gleich nochmal auf die Route mit drauf. So. Haben wir das mal geklärt mit dem Öl. Das heißt, wir können Carbon produzieren hier. In der Theorie zumindest. Ach ja, wir haben ja keine Kohle. Und so. Das ist doof. Wir brauchen ja Kohle, stimmt. Ich brauche unbedingt Schiffe hier, ey. Ich brauche da so viele Handelsrouten, das ist echt der Wahnsinn. Ich brauche unbedingt 9 Tonnen Beton. Und Werkzeug natürlich, das nehme ich mir auch gleich mit. Sie werden finden, was Sie brauchen. Nee, Bauzahlen brauche ich nicht. Ich nehme mal die komplette Tonnage an Werkzeug hier noch mit. Aber ich muss hier wohl oder übel eine Route mit Kohle einrichten. Also das ist natürlich intelligent gelöst, dass es hier auf dieser Insel keine Kohle gibt. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad natürlich immens. Weil Baum. Das ist echt scheiße. Alter, das nervt. Ich muss, glaube ich, die Ölroute auch nochmal hier... Das Öl hier runterwerfen und eine eigene Route bauen. Das ist, glaube ich, sinnvoller.
Und zwar wird die von hier hinführen mit einem der neuen Schiffe. Und einfach nur Öl transportieren. Ich korrigiere mich mit einem der bald entstehenden neuen Schiffe. Brauche ja Gott sei Dank nur Bauzahlen für die Teile. Deshalb geht es ganz gut. Und jetzt kann ich auch wieder Techs bauen hier. Ich mache jetzt da eine komplette Mischsiedlung draus. Jetzt habe ich keine Bauzahlen mehr. Was ist denn jetzt los? Hatte ich auch noch selten Mangel an Bauzahlen. So, habe ich hier eigentlich schon Öl rübergeliefert? Nein. Okay, hat sich das eh erledigt. Das Schiff müsste gleich fertig sein. Registriere neues Fahrzeug. Sag ich doch, die Kompass. Die darf jetzt diese Ölroute führen. Dann müssen wir hier drüben also diese Ölproduktion aufbauen, weil Kohle müssten wir hier ja haben. Also haben wir gleich zumindest jedenfalls. So, Kohlebagger, Refinery und Carbonfabrik. Sollte funktionieren. Wenn das Öl dann mal ankommt. Sollte es zumindest funktionieren. Ich brauche hier so oder so noch mehr Energie, glaube ich. Warnung. Produktion gestoppt. Okay, dann haben wir das. Kann ich mir also hier Carbon rein theoretisch von dieser Insel holen, wenn es denn mal anläuft. Und natürlich auch Baustoffe. Muss ich mir halt immer von den drei Inseln zusammensammeln. Ist jetzt ein bisschen suboptimal, aber es geht leider nicht anders. Hier hole ich mir erst nochmal Werkzeug und dann geht es auch gleich rüber zur anderen Insel. Die liefere ich gleich mal ab, obwohl ich eigentlich noch nichts bauen kann. Da müsste momentan aber eigentlich so ein Bauplan reichen. So ein... Sekunde. Ich habe doch die Tech-Baupläne noch alle hier. Sekunde. Ich schaue kurz, wo der Funktionsdrinkplan ist. Hier ist er. Eigentlich müsste einer reichen, wie gesagt. Eigentlich. Ich bin mir da immer nicht sicher. Aber hier habe ich schon wieder viel zu wenig Platz. Das ist natürlich auch nervig. Muss ich den Bauplan wohl oder übel so hier anfangen lassen. Vom Eck hier. Sekunde. Ich muss mal kurz zählen wieder. Kann das sein? Ich glaube, ich habe mich verzählt. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nee, kann tatsächlich sein. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Und wie weit nach oben? 2, 4, 6, 8. Okay. 2, 4, 6, 8. Da müsste der Marktplatz hin. Dann kommt wieder mein beliebter Funktionsdrink-Bauplan, den wir in der letzten Folge eigentlich auch schon gesehen haben. In der Theorie. Was habe ich heute mit meinem in der Theorie? Mein Gott. Immer diese Floskeln hier. Habe ich jetzt hier schon Carbon produziert? 2 Tonnen, das ist natürlich sehr viel. Aber ich kann ja von den Multidrinks nichts anderes produzieren. Nichts anderes bauen. Oh doch, die Zuckerraffinerien kann ich bauen. Okay. Ach ja, die ist ja hier so ausgerichtet, genau. Da war ja was. Energieversorgung mangelhaft. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin echt dumm. Entschuldigung. Ich will doch hier gar keine Teile abbauen. Mein Gott. Ich habe aber hier auch einen Bauplan für Kaffee einzeln. Ich habe alles auf Lager hier. Man muss es nur finden. Kaffee einzeln 2. Ja, baue ich mal so. Der ist ziemlich putzig, der Bauplan. Brauche ich 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So müsste es passen. Dann hier 2 so Teile hin. Und dann kommen da die Kaffeeplantagen ran. So. Wunderbar. Läuft. Jetzt bräuchte ich nur Carbon. Und Werkzeug, versteht sich. Aber das ist ja momentan noch so Mangelware. 3 Tonnen Carbon. Wollt ihr mich verarschen? Kriege ich ja gar nichts hin. Eine Farm bekomme ich da hin. Und übrigens brauche ich auch gleich noch ein Schiff. Ein neues. Muss sein. Auch wenn es Geld kostet. Sekunde, ich muss kurz mal schauen. Denen geht's ja gut, die können aber nicht mehr aufsteigen, deshalb sind die wieder so. Hier wieder so und schon habe ich mehr Gold.
Super. Wunderbar. Habe ich wieder ein bisschen Carbon, das nehme ich gleich mit. Nicht eskortieren, mein Gott. Richtig, nehme ich gleich noch eine Route ein. Zwischen den beiden Inseln hier. Nee, Entschuldigung. Zwischen den beiden Inseln. Und zwar wird hier Kaffee eingeladen und das hier ausgeladen. Muss ich kurz auf das neue Schiff warten, dann kann ich die auch starten, die Route. Dann komme ich erstmal zwei oder vier... Nee, eigentlich müssten zwei Kaffeefarmen mal vorübergehen reichen. Registriere Energieknappheit. Das war auch wieder klar. Das Blöde ist natürlich, dass ich hier nicht mit Windrädern arbeiten kann, weil ich ja die Tycoons ausgewählt habe. Ist natürlich ein bisschen suboptimal. Stelle ich halt ein Kohlekraftwerk hin. Ist natürlich für die Ökobilanz nicht so toll. Aber das geht jetzt gerade mal nicht anders. Drei, Fahrzeug vier, fertiggestellt. Fünf, sechs. So, und ein Frachtschiff ist fertig. Das werde ich gleich mal der Route zuweisen. So, das Kraftwerk läuft dann wahrscheinlich an. Kohle haben wir hier ein bisschen. Sollte auch eine Zeit lang reichen eigentlich. Negative Umwelteinflüsse belasten ja, Fruchtbarkeit. Für die Handelsroute 3 namens Kaffee wird jetzt gleich mal die Goliath genutzt. Dann können wir hier drauf eigentlich anfangen mit der Biodrink-Produktion. Da brauchen wir nur Carbon für. Mein U-Boot kann eigentlich gleich mal hier bleiben und das Carbon immer mitnehmen. Weil ich das hier so oder so brauche auf der Insel. Erstmal, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, das ist natürlich das Blöde an der Sache. Aber ich kann ja derweil noch ein paar Techs bauen. Wir dürfen natürlich auch einziehen, habe ich kein Problem mit. Wie viel brauche ich denn? Nochmal 150, oder? Ich habe also auch die Kapazität für 150 Laboranten. Zugriff auf Finanzmarkt etabliert. Das Anteil ihrer Siedlung nun auf dem sektorweiten Finanzmarkt. Günstig. Ach, das ist das mit den Dingern hier. Mit den Inselanteilen. Aktienanteilen. Das ist ja wie bei Anno 1404 mit den Stadtschlüsseln und dem Zeug und mit den... Ja, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich die Anno-Spieler unter euch. So, habe ich jetzt Carbon 9 Tonnen. Nehme ich mal gleich mit. Es läuft alles ein bisschen schleppend hier mit dem Carbon, deswegen mag ich die Produktionskette nicht sonderlich. Hm. Okay. Wie viel wird denn eigentlich noch übertragen? 78, okay. Da müssen wir uns früher oder später so oder so drum kümmern. Aber momentan ist da noch nicht die unbedingte Notwendigkeit da, weil wir haben ja sind noch weit davon entfernt, die restlichen Ziele zu erfüllen. Um die kümmere ich mich erst und dann kümmere ich mich um die Energie. So, ich habe mich mal kurz anders hingesetzt, deswegen war ich kurz weg. Nicht wundern. Jetzt geht es erstmal hinten weiter mit keinem Aufbau. Na toll, brauche Werkzeug. Ach, verdammt. Immer dieses kacken Werkzeug. Naja, zumindest haben wir ja Schiffe übrig. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, bitte alles ausladen, dann geht es hier auch weiter. Das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, diesen Minenbauplatz momentan, aber den werde ich später eventuell noch brauchen können. Erstmal brauche ich hier einen Zuckerbauplan. Sekunde. Habe ich nämlich auch einen Zweierbauplan, den einzelnen. Ich habe alles auf Lager. Ich muss es nur finden. Dafür reiße ich aber den erstmal wieder ab. Den brauche ich nämlich nicht. Setze ich jetzt mal hier hin. Das sollte passen. Den glaube ich, habe ich auch sogar schon mal gebaut, diesen Bauplan. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja, immer mit der Ruhe. Chill down. 4, 5, 6, 7. Ja, ich glaube, den habe ich schon mal gebaut, den Bauplan. Wenn mich nicht alles täuscht. Nein, verdammt. So kann es auch gehen. So, wunderbar läuft. Dann haben wir hier schon mal Zucker, der abgebaut wird. Dann brauchen wir hier aber trotzdem noch einen Marktplatz. Aber einen kleinen, der reicht momentan. Eigentlich hätte ich das auch nicht upgraden brauchen, aber es ist jetzt auch schon zu spät. Okay, jetzt brauche ich wieder Carbon. Weil da noch ein so ein Teil hin muss. Aber inzwischen habe ich ja wieder 5 Tonnen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Bis ich ankomme, habe ich vielleicht schon... Muss ich noch ein bisschen warten, weil ich brauche 8 Tonnen, glaube ich, mehr. Glaube ich. So.
Und irgendwie dauert die Mission doch länger als gedacht. Ich habe jetzt gedacht, die dauert so eine halbe Stunde oder so. Helfen Sie uns bitte. Nö. Wir wissen nicht, wie wir dieses Problem... 10 Tonnen Rohöl liefern. Ja, kann ich mal machen. Der Kaffee wird ja inzwischen geliefert, aber jetzt fehlt noch der Zucker. Der muss erst anlaufen. Wird er aber wahrscheinlich bald. Ich brauche unbedingt eine Maßnahme zur Ökobilanzerhöhung. Reststoffpresswerke? Ja, das ist hier nicht effektiv. Blöderweise. Würde aber plus 50 Ökobilanz bringen, also würde schon mal die Produktivität steigern. Was haben wir denn hier? 83%. Naja, könnte effektiver sein. Was haben wir denn hier hinten? 99%. Ja, da muss ich wohl oder übel in den Reststoffpresswerk investieren. Und mir erstmal Beton holen. Sie benötigen etwas? Ne, nehme ich gleich Werkzeug auch noch mit, wenn ich Angebot schon mal da bin. Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Und da muss ich irgendwie schauen, dass ich 10 Tonnen Rohöl liefere. Das kann ich mir gleich mal hier hinten holen, das müssten wir eigentlich übrig haben. 10 Tonnen, wunderbar. Läuft. Wo muss ich das hinliefern? Sofortan, okay. Bitte sagen Sie, das alles gefällt mir ein Stein vom Herzen. So, jetzt haben wir 21 Tonnen Munition und Lizenzen bekommen. Die Munition verkaufe ich gleich mal, weil ich die so oder so nicht brauche. Hoffe ich einfach mal. Nicht, dass wir die doch brauchen und jetzt greift einer an oder so. Der Vorstand ist Sie an Ihrem Verein mustergültiger Handel. Haben wir uns gleich die Kosten fürs Werkzeug wieder reingeholt hier. Die bekommen jetzt ihre Getränke. Wunderbar, das läuft ja sogar schon. Und jetzt brauchen wir noch Carbon für ein Forschungslabor. Da können die eigentlich auch schon aufsteigen. Du kannst gleich mal weiterfahren und Carbon abholen. Können die auch schon zur Forschung aufsteigen? Wunderbar. Freut mich. Da brauche ich natürlich dann wieder Carbon für. Was momentan ja noch so Money-Ball ist.